und mir zugeschaltet ist jetzt Achim Staus, Sprecher der Deutschen Bahn. Wie ist denn die Lage gerade auf den Schienen? Sie ist weiterhin schwierig, vor allem im Norddeutschland und im Nordosten. Da sind auch einige wichtige Strecken gesperrt, sowohl Hamburg-Berlin als auch Berlin-Hannover. Und auch zwischen Hamburg und Hannover fahren noch keine Züge. Und das an einem verkehrsstarken Freitag, das tut natürlich weh. Wir tun alles dafür, die Strecken so schnell wie möglich freizuräumen. Aber Prämisse ist natürlich immer, es muss ein sicherer Betrieb möglich sein. Die Strecken müssen wirklich frei sein. Die Oberleitung muss wieder funktionieren. Es darf nichts mehr auf den Gleisen liegen. Wie ist denn Ihre Prognose? Wann wird es soweit sein? Wann werden alle Züge wieder fahren können? Ein Lichtblick gibt es auf der Strecke der sehr wichtigen Nord-Süd-Magistrale von Hamburg nach Hannover, wo die Züge dann ja weiterfahren über Göttingen nach Stuttgart und München. Da erwarten wir heute gegen 17 Uhr ein erstes freies Gleis. Wir könnten dann eingleisig fahren, das ist noch nicht optimal, aber schon mal ein großer Fortschritt. Schwieriger ist es leider für die Berliner Kunden, die in Richtung Westen, also Hannover oder nach Hamburg fahren wollen. Das geht nicht auf dem direkten Weg und das werden wir auch heute am Freitag nicht mehr schaffen. Da hoffen wir auf den morgigen Sonnabend. Die Schäden sind doch sehr groß. Wir haben heute Morgen bei Tagesanbruch viele Hubschrauberflüge gestartet, um einen Gesamtüberblick zu bekommen. Und das Ergebnis ist jetzt, dass dort mit Hochdruck geräumt wird, repariert wird. Aber es wird heute nicht fertig. Sie haben schon angedeutet, dass die Schäden ziemlich schwer sind. Wie schlimm war das jetzt letztendlich, wenn Sie vorab mal eine vorsichtige Bilanz ziehen wollen? Ja, das war schon ein sehr schwerer Sturm. Es kam ja hinzu, dass die Bäume noch belaubt sind um diese Jahreszeit. Das heißt, sie bieten viel Angriffsfläche. Sie fliegen dann eher mal um. Auch Äste können sich lösen. Wir schneiden natürlich jedes Jahr am Rand der Strecken Gehölze zurück. Aber es kann ja auch sein, dass sich ein Ast selbstständig macht und eine Strecke fliegt. Und dann, wenn der dann in der Oberleitung landet, dann fließt kein Strom mehr und dann muss gesperrt werden. Das war eine drastische Maßnahme gestern, diese flächendeckende Sperrung des Bahnverkehrs. Aber ich glaube, es war richtig, denn wir haben keine Personenschäden zu beklagen. Nur ganz wenige Züge sind auf freier Strecke liegen geblieben. Und wenn man sich die dramatischen Nachrichten auf den Straßen anschaut, dann kann man, glaube ich, froh sein, dass bei uns nichts passiert ist. Wie beurteilen Sie denn insgesamt das Krisenmanagement der Deutschen Bahn? Ist also gelaufen, wie es hätte laufen sollen? Es gibt sicher immer Dinge, die man noch besser machen könnte, aber nach meiner eigenen Beobachtung, ich war sehr lange gestern Abend auf dem Berliner Hauptbahnhof, waren sehr viele Mitarbeiter im Einsatz. Viele haben ihren Dienst einfach verlängert, sind nicht nach Hause gegangen, haben gemerkt, dass sie zusammenstehen müssen, dass sie etwas tun müssen. Wir hatten Übernachtungszüge bereitgestellt. Wir haben sehr schnell die Fahrkarten in ihrer Gültigkeit verlängert. Auch die Sparpreise, die ja normalerweise eine Zugbindung haben, gelten jetzt flexibel, auch in anderen Zügen. Ja, und wir haben sehr viele Hotelgutscheine verteilt. Die Hotels in Berlin und auch in anderen Städten waren voll. Manchmal konnte man auch Taxifahrgemeinschaften bilden. Da ist schon eine ganze Menge getan worden. Aber aus Sicht des Reisenden kann ich auch verstehen, dass sie nicht alle glücklich waren. Man kann in so einer gravierenden Situation auch natürlich nicht jedem Reisenden sagen, wann genau er wo ankommen wird. Wenn die Züge nicht fahren, dann ist das schwierig. Haben Sie für ein solches Unwetterchaos genügend Personal? Ja, wir haben immer Mitarbeiter in Bereitschaft, die auch darin geübt sind, unter widrigen Bedingungen Oberleitungen zu reparieren. Das ist ja nicht so ganz einfach, im Dunkeln bei schlechtem Wetter rauszufahren, auch nicht ungefährlich übrigens. Aber diese Bereitschaften sind da, die sind auch alle ausgerückt. Aber bei der Massivität der Schäden waren wir zum Teil auch auf Hubschrauberuntersuchungen angewiesen, die wir heute Morgen geflogen haben. Es war schon ein sehr, sehr großes Schadbild, das hier zu beherrschen ist. Und da mussten alle mit anpacken, machen das auch klaglos. Da steht die Eisenbahnerfamilie auch zusammen. Gestrandete Reisende haben unter anderem auch in sogenannten Hotelzügen übernachtet. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, also Hotelkomfort darf man jetzt nicht erwarten in einem solchen Zug. Es sind Übernachtungszüge, also ganz normale Fernverkehrszüge wie ICE und Intercity-Züge, die natürlich beheizt sind, die Strom haben, wo man die Toiletten benutzen kann. Ich habe selbst gesehen, dass in einem auch noch im Bordrestaurant ausgeschenkt wurde. Ja, und da saßen sehr viele Reisende. Manche haben gearbeitet, manche haben geschlafen. Das ist dann nochmal eine Rückzugsmöglichkeit, wenn man kein Hotelzimmer mehr findet oder vielleicht auch nur ein paar Stunden überbrücken muss. Haben wir auch schon in den letzten Monaten in ähnlichen Fällen praktiziert. Und es gab in der vergangenen Nacht an über 10 Standorten derartige Züge. Kann man sich auch als Bahn auf sowas vorbereiten?
Das tun wir. Das tun wir immer wieder. Es gibt Notfallszenarien für solche Fälle. Das beinhaltet einmal den Einsatz des Personals, aber auch die Betriebsführung. Denn man muss sich ja bedenken, man muss auch bedenken, so ein Sturm bringt ja nicht nur Strecken durcheinander, sondern auch die kompletten Dienstpläne der Mitarbeiter und auch die Dispositionspläne für unsere Fahrzeuge. Deswegen haben ja auch Fahrgäste Nachteile aus Regionen, wo es gar nicht windig war. Wenn man von München nach Hamburg fahren wollte, wundert man sich vielleicht, dass der Zug nicht fährt oder nicht bis Hamburg fährt, obwohl es in München windstill war. Aber so ist das bei diesen langlaufenden Zugläufen. Hat das eben wie ein Dominoeffekt auch Auswirkungen auf andere Regionen. Und um das möglichst gut zu handeln, gibt es Notfallpläne. Achim Staus, vielen Dank für dieses Interview. Bitte sehr.